Die Grundlagen wie ein Abakusfunst kennt ihr. Solltet ihr zumindest, weil wir euch sonst gnadenlos abhängen, so komplex wie das Teil ist. Nee, im Ernst, wenn ihr es genau wissen wollt, hier der erste Teil mit der Einführung in die Welt der Kugelrechenmaschine. Aber mitkommen tut ihr eigentlich auch so. Heute wollen wir Zahlen mal nehmen und teilen. Und zwar, indem man trotzdem Plus und Minus rechnet. The fuck? Nehmen wir mal 4 mal die Zahl 9. Das ist ja das gleiche wie ein erstes mal 9 plus ein zweites mal 9 plus ein drittes mal 9 plus ein viertes mal 9. Könnt natürlich genauso gut 9 mal 4 dazuzählen, was euch lieber ist. Also ab geht's, wir berechnen den Spaß jetzt mal mit dem Abakus. Wieder sind alle Kugeln am Anfang links. So, 4 mal 9. In der Hoffnung, dass bei der Rechnung keine Milliarden rauskommen, nehmen wir jetzt mal die oberste Reihe als Hilfsreihe. Hat mit dem Ergebnis unten nichts zu tun, nur als Hilfestellung. In der Hilfsreihe stellen wir die 4 ein. An der Reihe wird jetzt abgezählt. Wir machen genau, was wir vorhin angedroht haben. 9 plus 9 plus 9 plus 9. Die 4 Kugeln oben sind da einfach als Anhaltspunkt, beim wievielten Mal 9 ihr seid. An denen wird abgezählt, unten stellen wir jetzt ganz normal die ersten 9 ein. Oben geht eine Kugel wieder nach links. Eine 9 haben wir nämlich damit abgehakt. So, die nächsten 9 dazu. Heißt, erste Kugel hin. Oh fuck, kein Platz mehr. Alle Kugeln zurück und in der 10er Reihe eine nach rechts. Dann die restlichen 8 Kugeln. Die zweiten 9 sind abgehakt. Oben wandert die zweite Kugel nach links. Genau so macht ihr es für die dritten 9, wieder mit Übertrag und so. 2 Kugeln passen unten noch rein, dann ein Übertrag und die 7 restlichen unten rüber. Und oben die dritte Kugel nach links. Dann nochmal 9 dazu. Und zack, weg ist oben die letzte Kugel. Wir sind also fertig. Ergebnis 6 Einer, 3 Zehner. 36. Yeah, wir haben mit dem Abakus multipliziert. Brutal. Zweistellig multiplizieren geht natürlich genauso. 21 mal 13. Diesmal oben 2 Hilfsreihen, eine Einer Hilfsreihe und eine Zehner Hilfsreihe. Und stellen da ganz normal 21 ein, die Einer unten und Zehner oben. Also in der Einer Hilfsreihe 1 nach rechts und in der Zehner Hilfsreihe 2 nach rechts. So, dann schieben wir unten die ersten 3 Zehner rechts. Also ein Zehner, 3 Einer. Oben in der Hilfsreihe der Einer kommt weg. Jetzt ganz wichtig, oben haben wir alle Einer weg, also gehen wir eine Hilfsreihe nach oben zu den Zehnern, also in Hilfsreihe 2. Wenn wir aber in der Hilfsreihe um eine Reihe hochgehen, müssen wir ab jetzt unten die nächste 13 auch eine Reihe höher einstellen. Wir schnappen uns jetzt also einen Hunderter und 3 Zehner unten, ab nach rechts. Oben in der Hilfsreihe dafür dann der Zehner weg. Das gleiche nochmal. Wieder 100er und 3 Zehner. Oben der letzte Zehner weg. Unten haben wir jetzt 200er, 7 Zehner und 3 Einer. 273. Yeah, zweite Multiplikation also auch gepackt. Bei Multiplikation also merken, oben Hilfsreihen einrichten. Und wenn ihr dort eine Reihe hochgeht, auch unten beim Zahleinstellen eine Reihe hochgehen. Beim Teilen machen wir auch stattdessen Plus und Minus. Zum Beispiel 15 durch 5. 15 ist ja 5 plus 5 plus 5. Man macht jetzt das Malrechnen rückwärts. Stattdessen wird gezählt, wie oft kann ich die 5 davon abziehen, bis nichts mehr da ist. Nach dem dritten Abziehen ist nichts mehr übrig. 15 minus 5 minus 5 minus 5 ist nämlich 0. 15 durch 5 ist also 3. Genauso macht man es jetzt auch am Abakus. Oben habt ihr wieder die Hilfsreihen. Da wird jetzt die 15 eingestellt. Zuerst guckt ihr in der obersten Hilfsreihe bei den Zehnern. Kann man da die 5 reinpacken? Logischerweise passt die 5 nicht in die 1. Also geht ihr eine Reihe runter zur ersten Hilfsreihe. Da könnt ihr schon mal die erste 5 nach links zurückschieben. Und dafür ganz unten den ersten Einer nach rechts. Einmal hat die 5 ja schon mal reingepasst. Jetzt tauscht ihr oben den Zehner in 10 Einer. Und zählt da nochmal 5 ab. Und nochmal 5. Unten dafür 2 Einer dazu. Oben ist jetzt alles weg, also ist das Ergebnis 3. Klar, das hättet ihr auch ohne Hilfsmittel gepackt. Locker. Trotzdem ganz cool mit dem Abakus, oder? Wenn ihr durch was Mehrstelliges teilen wollt, geht das aber schon schwerer. Teilen wir mal 143 durch 11. Oben brauchen wir diesmal 3 Hilfsreihen, um die 143 einstellen zu können. Also machen wir das 100er, 4 Zehner und 3 Einer in den Hilfsreihen. Jetzt gucken, passt in die beiden obersten Reihen die 11? Also kann man in beiden Reihen 1 abziehen? Ja, kann man. Top. Man kann ein Einer und ein Zehner zurückziehen. Also einmal hat die 11 schon reingepasst, ganz unten ein Einer nach rechts.
Die 11 passt auch nochmal rein in die Hilfsreihe. Also nochmal ein Einer ganz unten rüber. Und sogar ein drittes Mal passt das. Fuck, jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt ist noch eine 100er Kugel in der dritten Hilfsreihe und eine 10er Kugel in der zweiten Hilfsreihe. Direkt die 11 können wir also nicht abziehen. Ihr könnt aber Trick 17 anwenden. Ihr zieht die 11 einfach eins höher ab. Also ein 10er in der Hilfsreihe weg und ein 100er. Und weil ihr oben die 11 eins höher abgezogen habt, schiebt ihr dafür ganz unten kein Einer rüber, sondern einen 10er. Eben auch eins höher, um das wieder auszugleichen. Geil, alle Hilfskugeln sind weg, wir sind fertig. Geiler Scheiß, das Ergebnis ist 13. Läuft ja echt mega einfach, wenn man einmal den Dreh raus hat. So Leute, ganz wichtig, klickt jetzt hier zum Special-Video von uns. Wir sind gerade dabei, die geilste Nachhilfeplattform Deutschlands zu entwickeln und brauchen dazu eure Meinung. Ansonsten haut rein Leute, macht's gut und bis gleich. Ciao.